make your mark. Herzlich willkommen bei DocSwim und Trainingsplan Nr. 15. Heute steht auf dem Programm ein 8x100 Meter Test. Ja, und ich frage mich natürlich, wie kriegen wir im Herbst tolle Schwimmbilder her? Machen wir es doch einfach so. Ist doch gar nicht so schwer. In dieser Woche geht es um eine Überprüfung der Leistungsfähigkeit, einer der Standardtests eigentlich im Schwimmen. Auch hier muss man sagen, es gilt für die Sprinter genauso wie für die Langstreckenschwimmer, 8x100 Meter zu schwimmen, um mal zu schauen, wie es um den aktuellen Stand der Leistung bestellt ist. Klingt simpel. 8x100 Meter, so schnell wie es geht. Im Schwimmerjargon sagt man bester Schnitt. Ja, wozu sind solche Tests eigentlich gut? Auf der einen Seite natürlich, wie schon erwähnt, zur Feststellung der aktuellen Leistungsfähigkeit. Auf der anderen Seite natürlich auch, um das bisherige Training auf seine Wirksamkeit hin zu überprüfen, daraus Strategien für die Zukunft zu entwickeln. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr interessant zu sehen, in einem Mehrmonats- oder Mehrjahresvergleich, wie hat sich die Leistungsfähigkeit entwickelt und was kann ich für mich selber daraus schließen. Darüber hinaus, wenn man andere Testserien schwimmt im Bereich der Schnelligkeit zum Beispiel, im Bereich der Grundlagenausdauer, kann man aus diesen einzelnen Puzzlestücken für sich selber ein Mosaik zusammensetzen und erkennt vielleicht auch ganz gut, wo sich Fähigkeiten entwickelt haben, wo sie stagnieren und vor allem, wo man auch für die Zukunft ansetzen kann. Insofern ist natürlich die Dokumentation eines Tests das A und O. Am besten gleich während des Schwimmens durch einen Trainer dokumentieren lassen oder sofort im Anschluss irgendwo sich ein schlaues Büchlein zurechtlegen, eine Excel-Tabelle oder was auch immer, ein unentbehrliches Nachschlagewerk, um zu sehen, wie man seine Leistung entwickelt. Und vor allem auch kann man natürlich eigene Prognosen stellen für die Wettkämpfe. Das gibt Sicherheit und schlussendlich gibt einem die Dokumentation auch selber so das Gefühl, das Ganze ein bisschen professioneller anzugehen. Damit meine ich nicht über ehrgeizig, sondern einfach, dass man sagt, ich will auch wissen, was ich da tue. Danach 8x50 Meter, 15 Meter Beinarbeit, schnell mit kräftigem Abstoß, guter, stabiler Wasserlage. Das bedeutet also den Rumpf stabilisieren. Die Gesäßmuskulatur gehört übrigens dazu, damit das Becken auch stabilisiert wird. Dann Übergang in ganze Lage, 35 Meter normales Tempo hinten drauf. Da geht es vor allem darum, die Beine und den Rumpf zu aktivieren für die späteren Aufgaben. Und insofern sind die letzten 35 Meter dann vor allem mit dem Schwerpunkt versehen, technisch gut zu schwimmen.
Dann kommen wir zum Vorglühen, klassisch 4x 100 Meter, 25, es können auch 15 Meter Spurt sein. Im Idealfall vom Startblock mit Zeitmessung, maximale Geschwindigkeit plus 85 oder 75 Meter lockeres Wellness-Schwimmen hinten drauf. Ruhig 60 Sekunden Pause dazwischen lassen. Hier geht es jetzt darum, mal die schnell zuckenden Muskelfasern wach zu rütteln, damit sie danach auch in der Testreihe zur Verfügung stehen. Dann ist es endlich soweit. 8x100 Meter Test mit 60 Sekunden Pause. Das Ganze im GA2-Bereich. Das ist so der Bereich, wo man sagen kann, gerade noch möglich. Insofern kann man diese 8x100 Meter durchaus auch mal offensiv angehen. Es geht also gar nicht darum, jetzt gut durchzukommen, sondern es geht vor allem darum, wirklich den bestmöglichen Schnitt zu erzielen. Man kann aus den 8x100 auch eine virtuelle 800 Meter Zeit ermitteln, hat da nochmal einen ganz interessanten Gesamtwert, den man auch zum Vergleich heranziehen kann. Aber deswegen ruhig mal offensiv rangehen, sich etwas trauen, und wenn es nach dem 5., 6., 7. hart wird, dann ist das durchaus so gewollt. Dann entwickelt man auch seine Steherqualitäten. Gut konzentrieren, gerade in der Pause zur Ruhe kommen, keine Gespräche führen, denn jetzt geht es mal wirklich um was. Jetzt soll auch jeder mal zeigen, was er so kann. Und nach dem Test 200 Meter lockeres Schwimmen, um danach nochmal in einen abschließenden kleinen Test zu gehen, nochmal 8x100 Meter, selbes Setup. Jetzt geht es aber nur mal darum, Kraularmarbeit zu schwimmen, das heißt also mit Poolboy. Den Männern würde ich empfehlen, mit Doppelpoolboy zu schwimmen, um die Beine wirklich nach oben zu bringen, die Wasserlage abzusichern. Das Ganze mit Fußschlaufe zu schwimmen, dass man also keine Beinarbeit machen kann. Der Doppelpoolboy-Einsatz, der hilft vor allem, sich mal auf das zu konzentrieren, was man jetzt gerade in den Schwerpunkt rücken möchte. Und das ist einfach die Armarbeit. Also 8x100 Meter, guter Schnitt, gleichmäßig durch, danach ausschwimmen. Fertig für heute. Da hat man ordentlich was geleistet. Auch hier muss man sagen, es müssen keine 5, 6, 7 Kilometer sein im Wasser. Es geht vor allem darum, die Qualität herauszuarbeiten und vor allem die Reize so zu definieren, dass sie auch wirklich den Organismus so treffen, dass er sich bereit erklärt, sich anzupassen, also leistungsfähiger zu werden. Wem unsere Trainingspläne gefallen und wer sie recht regelmäßig einsetzt, der sollte es nicht versäumen, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Wer sich jetzt gerade auf YouTube befindet, der sieht hier unten einen Button zum kostenlosen Abo. Wer sich auf der DocSwim-Seite befindet, der sollte hier drüben schauen. Da kann man sich nämlich in den Newsletter eintragen, wird informiert, wenn neue Artikel erscheinen oder natürlich auch Trainingspläne. So, wir verabschieden uns jetzt mit diesem Trainingsplan aus den Räumlichkeiten. Nächste Woche sind wir dann mal in Südfrankreich und bringen ein wenig Urlaubsflair. Also, bis nächste Woche. So, das war dann alles. Dann können wir die Koffer packen. Ab nach Südfrankreich!